Willkommen zu einer neuen Folge vom Real Farming Projekt LS19 Meets Reality. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da und bis. Jo, schaut rein. So, oh. Hallo? Hallo. Grüß Gott. Sie sind jetzt am Weg zu. Ah. Zu Händler. Ja, genau, natürlich bin ich da auf dem Weg. Perfekt, wer hätte es denn? Perfekt. Ich habe hier gerade einen neuen Weg entdeckt. Ja, ich fahre gerade mit dem MB-Truck runter zum Händler. Ah, perfekt. Perfekt. Passt. Da steht schon Ihr Fahrzeug bereit. Das war der LKW, gell? Genau. LKW-Tieflader und dieses. Wie hieß das Teil? Das bin ich noch nie gefahren. Wie war das? Scorpion King. Ein Scorpion King. Von der Marke Ponce. Ein Harvester. Okay. Was ganz speziell ist. Ja gut, dann gucke ich mir das gleich mal an. Perfekt. Gut. Gut, bis dann, später. Bis gleich. Ciao. Ciao. Ein Scorpion King. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. So. Also, wer es nicht weiß, in der letzten Folge gab es die Bürgermeisterwahlergebnisse. Der Harry Hofer ist da mit 8 Stimmen Vorsprung rausgekommen. Allerdings gab es ein paar Stimmen, die er hatte, die leider nie gewählt haben. Also ja, da gab es ein bisschen kleines Gemetzel, Wortgefecht. Also mal gucken, was die Ergebnisse noch so bringen. Aber irgendwas hat er nicht gestimmt. Da gibt es dann wohl noch Ermittlungen. Und der Jonas Reinhardt hatte gleich viele Stimmen wie ich, beide 4. Und er wollte einen stechen, wobei ich gesagt habe, nee, unter so einer korrupten Wahl will ich gar nicht als Bürgermeister werden. Bin eigentlich von der Wahl zurückgetreten. Also der Jonas Reinhardt wollte sich das nochmal überlegen und sich dann gegen 15 Uhr, glaube ich, melden. Ja, gucken wir mal. Also, ich lasse den Kammer durchpesen hier, der. Ein Auftrag. So, bitte noch mal einmal die Erlaubnis geben. Herr Knoll? Jo. Wo soll ich denn den Trecker hinstellen? Ich glaube. Herr Peter? Ja. Ist es okay, wenn der Herr Warun seinen Traktor hier kurz abstellt? Ja. Das ist Ihr Traktor. Mein Traktor? Der gehört im LU. Achso, ja, der gehört im LU. Stimmt. Ich stelle ihn einfach irgendwo hin. Ja, ich glaube, das passt schon. Gut. Und einen Dolly bitte dazu. Dolly. Ja, bitte. Ja. Bitte. Breitreifen wieder. Jo. Ich mach mal gerade hier ein bisschen noch was weg, weil hier ist kein Platz mehr für den Händler. Also das ist ein bisschen katastrophal hier gerade. Irgendwie holen die ganzen Leute ihre Sachen nicht ab. So, Herr Knoll, wo steht denn das gute Stück? Herr Knoll? Grüß Gott. Warten Sie kurz, macht kurz aus. So. Bitteschön. Dieses Ding hier. Ja. Was sehr Kleines. Haben Sie ein Begleitfahrzeug? Ja, ich fahre hinter Ihnen. Aber ich habe auch Überlänge, glaube ich. Also, das ist dann eigentlich. Okay. Aber müssen wir es so schaffen. Hier. Dieses Fahrzeug. Setzen Sie sich mal rein. In den hier? Genau. Bis ich da oben bin. Hey. Motor starten, ganz normal. Keyless. Ah ja, okay. Genau. Ist der Überrollkäfig auch sicher? Und jetzt können Sie mit den... Ja, ja. Also komplett prüft dort alles. Okay. Dann bin ich bereit. Ich spiele einfach mal ein bisschen rum. Genau. Probieren Sie aber mal ein bisschen. Gewöhnen Sie sich mal ein bisschen ein. Okay. Ich muss meine Sachen suchen, die ich bestellt habe. Ah, da. Ah ja, okay. Das geht ja easy hier. Runter. Da gewöhnt man sich sehr schnell dran. Ja, ja, das passt. Okay, ja, das krieg ich hin. Okay, wo soll denn das gute Stück hin? Zum Hof 6. 6? Hof 6? Mhm. Okay, dann gucke ich mal, wo der... Ich stell mal das Navi ein.
Genau. Okay, gut, dann treffen wir uns. Sie fahren das erste Mal mit dem Lastwagen. Bis jetzt noch keiner gefahren damit. Ach so, ja, ich werde aufpassen, natürlich. Gut, also bis später, tschüss. Perfekt, auf Wiedersehen. So. Ey, was wir hier an Fahrzeugen fahren, das gibt's gar nicht. Moment, warte mal, ich muss noch mal mit dem Knoll reden. Wo ist er denn da hin? Herr Knoll? Ja? Ich habe noch eine kurze Frage. Ja? Ist ein wertvoller Transport, den ich da mache? Ja. Gibt es da ein bisschen mehr Geld, wenn da alles heile bleibt? Natürlich. Tschüss. Ha, das wollte ich noch wissen, ja. Fahr ich überhaupt? Habe ich den Anhänger überhaupt dran? Okay. So, und Warnleuchten machen wir auch noch an. Sind die an? Warum komme ich denn hier immer? Okay. Kann mal gucken. Ja, okay, läuft. Das für ein Spacko, ey. Ich sehe leider nicht raus. Okay, passt. Also so schnell will ich mit dem Teil nicht fahren. Ich möchte es sicher anbringen, ne? Was ist mit dem Hofer los, ey? Corona? Hallo, ja. Haben Sie den auch gerade gesehen? Ja, was ist denn das für ein Gestörter? Der spinnt ja komplett. Ich weiß gar nicht, was der will. Will der irgendwie mit uns reden oder so? Ja, Achtung, Achtung! Ich weiß nicht. Ich glaube, wir brauchen dringendst eine Polizei hier. Ich glaube auch, aber irgendwie ganz, ganz komisch. Hof der hat doch gerade ein Ding weggefahren, ein Mähwerk, aber auch umgefahren. Okay. Also für die Kosten will ich ja nicht aufkommen, aber... Ich werde den mal anrufen, ich will mal wissen, was bei dem los ist. Ja, machen Sie das mal. Hof 6, ist das nicht der Bayer? Der Österreicher? Ja. Ah ja, okay. Gut, dann weiß ich wohin. Bis später. Ja, perfekt. Bis später. Nee. Tut. Bei dem ist wohl besetzt. So. Also ich sag dir eins, den Auftrag, den bringen wir ordentlich an. Von mir habe ich 1000 Euro gekriegt. Ach, das war von dem Reinhard, von dem Neumann. Das war für die Sämaschine. So. Ein bisschen stark eingelenkt. Aber alles gut. Alles da. Ach, der wackelt, hey. Der Neumann will den Wald, der Sepp will den Wald gerodet haben. Ist ja interessant. Herr Knoll? Ja. Ich sag immer Kroll. Herr Knoll. Ja, das ist... Was brauchen Sie? Ich wollte wissen, nicht. Wo ich denn jetzt genau hin muss. Fahren Sie... Muss ich hier hochfahren? Aus? Ja. Fahren Sie auf den Hof vom... Oder soll ich das machen und Sie fahren mit dem Auto? Ja, das wäre mir lieber, ja. Also okay, passt. Dann fahren Sie einfach mit dem Auto. Ja. Auto. Also man muss da nicht übertreiben hier. Take my hand and we'll go away to a
Sehen Sie? Kommen Sie weiter oder muss ich ein bisschen anschubsen? Das ist irgendwie. Ich glaub. Das. Ich könnte ein bisschen schieben. Achtung. Ja, schieben Sie mal. Sie haben eh viel genug PS. Achtung. Ja. Ganz vorsichtig. Ja. So, ich bin dran. Gib was. Perfekt. Oh, das geht sehr schön. Aber ich glaube, sie sitzen auf, das ist das Problem. Ja, wir schleifen ein bisschen. Ja, wissen Sie was? Das kriegen wir hin. Oh. Bleiben Sie auf dem Gas. Geht, auf dem Gas bleiben. Geht, immer geht. Weiter. Perfekt, perfekt, ja, perfekt. Gleich ein Angebot machen für bessere Bodenverdichtung. Ja. Das ist, ja. Wenn der auf größere Maschinen umsteigen will, dann kommt er nicht weit. Nee. Muss mal ein bisschen gearbeitet werden hier. So. Bin ich mal gespannt hier. Ja. Ich war bei dem Hans, bei dem Sepp noch nie. Auch ganz, ganz eng. Aber es geht schon. Perfekt. Also wer diese Straßen hier gebaut hat, den will ich nicht kennenlernen. Fährst du noch ein Stück? Also, nein, ich sitze schon wieder auf, ich sitze schon wieder auf. Moment, ich probiere mal. Brauche ich wieder ein bisschen Unterstützung. Ja, ich halt mit Drehschemel hier rückwärts, das ist schon. Ja, mit Drehschemel ist ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn man dann auch noch innen drin sitzt. So, Achtung, Schubser kommt. Jo, oh, perfekt. Ich glaube, das ist für Sie. Ja, hallo? Ja? Hallo? Ich wollte Sie nur fragen, ob Sie mittlerweile Arbeit gefunden haben. Ja, ich habe was zu arbeiten, das stimmt. Okay, das freut mich für Sie. Ich nehme mich auch. Lassen Sie mich Tobi, ich habe deinen Bagger jetzt auf den Tieflader gestellt, ne? Wieder. Hier unten, die Baustelle ist fertig. Ah, ja, perfekt. Perfekt. Danke. Jo, bitte. Passt. Tschö. Ciao. So. Na dann, so. Tschö. Herr Reinhardt? Ja? Hat Sie bei mir angerufen? Ja, gell? Ja, ich wollte mich. Ich habe Sie gefragt, ob Sie Arbeit haben. Da haben Sie gesagt, ja. Ja, und das war auch alles, was ich wissen wollte. Okay, ich wollte noch was von Ihnen wissen. Wie schaut es denn jetzt aus mit dem Bürgermeisteramt? Ich werde wahrscheinlich ja sagen, weil ohne Bürgermeister ist ja auch blöd. Ja, wir brauchen auf jeden Fall einen Bürgermeister. Ja, und da habe ich mir halt gedacht, dass ich das vielleicht doch mache, auch wenn es mir nicht weh tut. Also ich werde vielleicht versuchen, dass man irgendwie nochmal die Wahl wiederholen kann als Bürgermeister. Mhm. Aber ich werde sie erstmal vorläufig annehmen. Okay. Aber jetzt habe ich den so schön eingeparkt und der Knoll fährt einfach weg. Sorry. Ja, okay. Gut. Ja. Okay, dann weiß ich Bescheid. Dann bin ich mal gespannt. Ja. Müssen Sie halt dann in den Anzeiger mal reinschreiben? Ja, mache ich, wenn gut. Ich an meinem Ziel bin. Weil während der Fahrt ist... Nee, das geht gar nicht. Bis dann. Ja. Tschüss. Tschüss. So, Herr Knoll. Jo. Der Sepp ist auch da. Der war hier gerade irgendwo. Ja, dem muss ich sowieso erst sprechen. Den Ponzi, können Sie schon mal runterfahren? Ja, denken Sie. Ich probiere es mal. Oh, perfekt. So. Sepp? Ja? Servus. Es geht um das alles hier, wenn ich das richtig bin. Und das alles. Also das, was von dem Feld und der Straße eingelegt wird. Ja, genau. Das ist ein Gemickling. Okay. Ne? Ja, dann hast du eben ein bisschen. Was ist mit dem Baum hier? Alle Baum. Was für Baum? Da liegt schon ein, hier liegt schon ein Baum. Echt? Jo. Ja, ich hab den nicht umgeschnitten, weil ich bis jetzt nicht einmal Motor so. Okay. Da muss man schauen, was wir heute machen. Wir laden jetzt die Baum auf. Habt ihr nicht einmal irgendeinen Frottler oder so da? Ja, da komme ich noch mit dem Radler da. Aber wir müssen sowieso erstmal alles zuschneiden. Achso. Ja, 8 Meter. Genau, 8 Meter. 8 Meter? Die verkaufen wir dann. Okay. Genau. 8 Meter. Passt. So. Okay, sagst du mir, wo alles? Du musst nicht alles machen, sage ich dir gleich. Du kannst einen Teil machen, bis dich. Okay, geh mal, schreib mal. Bis du nicht mehr Lust hast. Rüber. Ja. So. So, jetzt.
Du musst nicht alles machen. Ja. Wenn du keine Lust mehr hast, dann bezahle ich das, was du gemacht hast. Okay. Und passt. Es geht nämlich, warte mal, hier siehst du auf mein Handy. Hier habe ich das nämlich schon alles eingezeichnet. Und zwar gibt es neben Hof 6 eine Parzelle. Ja, Moment, ich guck mal gerade rein. Hier, siehst du? Welche Parzelle? Die neben Hof 6, da ist so eine Waldparzelle. Die wurde schon gekauft. Deswegen blau markiert. Ah, ja. Die zwischen Straße und Hof. Genau. Okay. Alles abgeholzt. Alles? Ich habe gesagt, sie müssen nicht alles machen. Sie können auch nur einen Teil machen, bis sie nicht mehr Lust haben. Plan. Ja, mei. Sie schneiden alles auf 8 Meter. Bist ja spinnert. Okay, ja, weiter. Ich bin noch im Delirium. Das ist ein großer Auftrag. Aber es wird auch... Okay, alles auf 8 Meter? Schneiden ihn hier auf 8 Meter her. Hier der längs. Oh, also ich muss jeden hier hochziehen. Genau. Ist besser. Weil wenn wir in der Gstätten mit dem Radlader arbeiten, dann ist es nicht so. Okay, gut, dann probiere ich das mal. Okay. 8 Meter. Ich hole mir jetzt den Radlader und wir sehen uns. Okay. Ich gebe Ihnen jetzt gleich das Geld, was Sie gemacht haben. Für das, was Sie uns... Für den Transport. Für den Transport, genau. Und da es sowas Wichtiges war und Sie es eigentlich relativ gut gemeistert haben. Okay. Gut, dann machen wir das so. Ja, perfekt. Gut. Harry, servus. Servus. Und? Alles paletti? Jo. Oh, der ist aber großzügig. Vielen Dank. Bitte, bitte. Können Sie mal da vorne runtergehen? Da müssen Sie aufpassen. Da sind Sie ganz schnell tot. Herr Hofer. Herr Hofer. Herr Hofer, kommen Sie mal runter da. Der Hofer hängt da, glaube ich, mit dem Kopf fest. Da müssen wir mal ein bisschen am Hosenbund ziehen. Müssen wir mal ein bisschen raus hier. Hopp. Aua. Kommen Sie raus. Ich ziehe Sie am Hosenbund. Kommen Sie zurück. Aua. Keiner da. Moment. Ich rufe mal gerade den Knoll nochmal an. Aber ich glaube, der telefoniert gerade. Den kann ich nicht anrufen. Ich rufe den Sepp mal an. Deshalb ist er auch nicht da. Kommen Sie doch raus! Was soll ich denn jetzt machen? Herr Knoll! Herr Knoll! Herr Reinhard, hallo! Der Hofer, ja. Der Hofer hängt in meinem Harvester fest. Irgendwie, ich weiß nicht, was ich machen soll. Der Hofer in Ihr Harvester? Ja, bei Hof 6 kommen Sie mal schnell her. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Zu Hof 6? Ja. Okay. Tschüss. Aua. Hallo, Herr hallo? Peter. Der Hofer hängt im Harvester fest. Kommen Sie mal her, wir müssen den retten. Oh, wo sind Sie? Bei Hof 6 irgendwie, der hängt fest mit dem Kopf irgendwie zwischen Windschutzscheibe und so einem Bügel. Wie hat er das denn geschafft? Keine Ahnung, muss einer mal eine Flex mitbringen. Oh. Ja, ich habe eine immer dabei. Aua. Wo ist jetzt mein Traktor, wenn man ihn braucht? Hilfe. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was man soll. Ich kann da nicht hingucken. Wenn der mit der Kettensäge, wenn der da mit der Flex am Kopf rummacht, also oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe. Ich geh mal kotzen. Ich zähle bis 3, dann biege ich das auf und Sie stecken den Kopf raus. Herr Knoll, darf ich kurz den Traktor nutzen? 3, 2, 1, los. Ich komme gleich wieder mit dem Traktor. Komm, ich zieh noch ein bisschen am Hosenbund. Das muss ja gehen irgendwie. 3, 2, 1. Hopp. Ja, jetzt kam er raus. Kam er? Ja, er kam raus. Aua, mein Herz. Auch keine Hilfe mehr? Meine Beine. Die Beine spürt er nicht, da müssen wir aufpassen. Da kann man da nicht irgendwie so das Hans
irgendwas. Ich fahr ihn ins nächste Krankenhaus mit dem LKW. Okay. Nicht bewegen, sonst passiert noch Schlimmeres. Ja, Halswirbelsäule. Auch wenn es der LKW vom Bauhof ist. Bleiben Sie hier, warten Sie noch ein bisschen. Da, der Reinhard kommt gerade. Der kommt. Bleiben Sie hier liegen. Haben ja Glück, es kommt Wasser von oben. Dann wird Ihnen nicht warm. Herr Hofer. Ja. Ich fahre den LKW jetzt mal vor. Er kann sich hinten drauflegen. Ja. Ja, Marune, wir nehmen. Okay, gut. Also. 3, 2, 1. Hup. Yep. Okay. Der LKW fährt vom Geisterhand. Auf welchen LKW sollen wir denn jetzt? Auf den orangen. Ja. Okay, kommen Sie. Ich habe einen Spanngurt im Harvester. Spannen Sie ihn drauf. Wo war denn der? Hier. Hier, da ist eine Klappe. Ah ja, genau. So, schön orange. So, eine. Ich zieh mal ganz fest, okay? Nein, nicht zu fest, ja, nicht, dass er dann völlig hinüber ist. So. So. So, einer quer, einer längs. Ja, das passt schon so. Okay. Gut. Okay. Mission erfüllt. Dann war's das von dieser Folge. Von dieser Folge. Real Farming. LS19 meets Reality. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis zur nächsten Folge. Haut rein, macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.